Herzlich willkommen bei der Schreinerei Heidenreich im wunderschönen Gesäß in Oberfranken. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und beschäftigen 20 Mitarbeiter. Mein Name ist Günter Heidenreich. Ich bin Geschäftsführer der Schreinerei in dritter Generation. Es gibt uns beinahe 100 Jahre. Unser Angebot reicht von Fenstern und Türen über Parkettböden, Treppen bis hin zu Einbaumöbeln wie Einbauschränken, Küchen und Badezimmermöbeln. Wir nennen das Ganze Sache und betreuen unseren Kunden von A bis Z. Unsere Mitarbeiter arbeiten nach höchsten Qualitätsstandards und sind mit Herz und Seele bei der Arbeit. Mein Name ist Uwe Pfaffenberger. Ich arbeite seit 20 Jahren in der Schreinerei Heidenreich. Das familiäre Umfeld in unserer Firma ermöglicht es jedem Mitarbeiter, sich individuell weiterzuentwickeln. Da wir auf modernste Technik zurückgreifen können, sind unsere Projekte abwechslungsreich und auf sehr hohem Niveau. Mein Name ist Michael Moser und ich bin bei uns für die Kundenberatung und den Verkauf zuständig. Was mich begeistert ist, dass wir keine Großbaustellen, sondern in erster Linie individuell geplante Einfamilienhäuser haben und dabei höchste Ansprüche sowohl in der Planung als auch in der Montage erfüllen. Ein Spezialgebiet ist der Ausbau von Luxusjachten. Hierfür nutzen wir spezielle Zeichen- und Konstruktionsprogramme und hochpräzise Maschinen. Ich bin der Piers Kaiser. Ich bin seit mittlerweile 20 Jahren hier im Betrieb. Ich habe hier meine Lehre gemacht, habe mich weitergebildet zum Meister und bin nun in der Projektleitung. Mit unserer 15-jährigen Erfahrung im exklusiven Yacht-Innenausbau fühlen wir uns jeder Herausforderung gewachsen. Mein Name ist Janis. Ich bin zurzeit in der Ausbildung zum Schreiner im zweiten Lehrjahr. Ich habe mich für die Schreinerei Heidenreich entschieden, weil ich hauptsächlich auch wegen dem Schiffsbau gekommen bin, weil da die Qualität muss passen. Es muss alles sehr genau sein, da dürfen auch keine Fehler entstehen. Mir gefällt besonders hier die Kollegen, die sind super nett, die lassen einen machen, wenn man will. Die modernen Maschinen und auch vor allem der Bereich zwischen Massivholz und Platten.